Sogar die Pferde hat es noch draußen. Ein Blick Richtung Ruine. Und da Richtung Chasseral. Man sieht auch gut den Einschnitt von der Gumbe Gret. Dort bin ich ja auch durchgewandert. Das ist eine ganz, ganz schöne Schlucht. Ein farbiges Gebäude. Ich glaube, das ist das Spital. Ich bin da in Vororten von St. Imer angekommen. Es ist ein schönes Wasserstädtchen, kann man schon sagen, da oben. Ein ziemlich großes Dorf. Langsam komme ich in das Zentrum von St. Imer. Vorne schon die große Kirche, wo man sieht. Und da dieses herrschaftliche Haus. Da vorne, hier geht die Drahtseilbahn auf den Mont Soleil hoch. Sehr steil. Wir kommen langsam ins Zentrum rein. St. Imer wurde ja bekannt durch die Uhrenindustrie. Ist aber ein großer Teil ist verschwunden. Wirklich städtischen Charakter. Hier geht jetzt der Transistrail hoch. Und ich gehe geradeaus. Da vorne ist die Kirche. Das ist auch eine große. Ich gehe jetzt noch mal schauen, ob die offen hat. Jetzt bin ich im Dorfzentrum. Ein alter Brunnen. Noch eine Weststation. See 6 Grad. Da vorne die Kirche. Da ist auch noch so irgendein Turm. Da ist noch eine Mühle. Da vorne wäre noch ein schönes Bild, das man mal restaurieren sollte. Es ist riesengroß. Hat wirklich städtischer Baucharakter. Ein Blick Mont Soleil hoch. So, jetzt verlasse ich aber sicher langsam
das Zentrum. Da vorne ist der Bahnhof von St. Timmer. Da werde ich jetzt noch vorbei wandern. Ich möchte noch weiter das Tal abwärts. Und da oben, man sieht ihn jetzt nicht, ganz oben wäre der Schassraum. Langsam aber sicher verlasse ich St. Timmer. Da ist schon der schöne Ausblick in die Gumpe Kret. Und hier das Tal runter. Ich habe St. Timmer verlassen. Und hier bin ich schon in Villere. Das da drüben ist die Gombe Kret. Ganz eine schöne Schlucht, wirklich empfehlenswert zu machen. Da kann man durch für auf den Schassral. Aber jetzt im Winter ist sie gesperrt. Der obere Teil von Villere. Der alte Dorfkern ist da unten. Bin jetzt im Neuen da oben. Jetzt habe ich einen ganz, ganz schönen Wanderweg. Ist wahrscheinlich oft begangen, so wie das da aussieht. Empfehlenswert ist, diesen Weg erst von Villere aus zu machen, nicht von St. Timmer. Ab jetzt sehr, sehr lange Straßen, immer auf Asphalt, und das ist nicht so praktisch. Aber hier ist es jetzt wirklich schön. Es ist einfach schön, diese verschneiten Tannen. Und ein ganz toller Wanderweg. Den kann man also ganz gut im Winter machen. Und ich finde, es ist noch schön, wenn der Schnee so in den Bäumen hängt. Da macht jetzt der Wanderweg einen großen Bogen. Und geht hier noch so in ein Tal hinein. Bin dann gespannt, was hier zu dieser Kurve kommt. Da einfach ein großes Jura-Tal. Noch ein nichts Spezielles da hinten. Da unten kommt eine Quelle aus dem Berg raus. Und man hört, die hat ziemlich viel Wasser. Und hier wieder mein Weg. Endlich konnte ich den Wald verlassen. Hier ein Blick in das Tal.
Jetzt habe ich Gomore erreicht. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe jetzt doch schon ziemlich an Höhe verloren und komme jetzt da in die Weite runter dann. Jetzt habe ich keine so großen Aufstiege mehr und da bin ich natürlich froh. Auch hier vorne ist die Uhrenindustrie noch stark vertreten. Oder war mal früher so, heute nicht mehr. Da ist ein Kraftwerk und da kommt Tauchwasser aus dem Boden und doch ziemlich viel. Und geht dann da vorne noch über dieses Wasserrad. Das ist noch ein großes Wasserrad. Heute habe ich große Unterschiede. Jetzt bin ich wirklich im Flachland fast angelangt. Vorher war es noch ziemlich steinig zum Teil. Da hat jetzt die Schüss doch schon sehr viel Wasser. Da fließt sie weiter Richtung Taubenlochschlucht. Ich befinde mich hier in Bourg de la Rie. Hier wurde übrigens das Ragusa entwickelt. Das ist ein Bonbon, das man da in der Schweiz kaufen kann. Sehr erfrischend. Da vorne ist das Unternehmen Camille Bloch. Da wird Schokolade hergestellt. Da noch ein paar Aufnahmen vom alten Dorf. Die Schüss, sie hat doch an Wasser ziemlich viel gewonnen. Das ist schon ein ziemlich großer Fluss geworden. Jetzt kann ich doch noch der Schüss entlang gehen. Und da gibt es ein ganz schöner Wanderweg in der Ebene unten. Da drüben hat es noch wenig Industrie und der Jura. Eine ziemlich enge Stelle da. Und da hier drüben, da wäre ein Landeplatz für kleine Flugzeuge. Ich vermute aber, dass das im Winter geschlossen ist. Draußen die Enten. Eine kleine lustige Brücke. Und man sieht auch hier
dass die Schüsse ab und zu doch ziemlich noch viel, viel mehr Wasser hat. So, jetzt überquere ich diese Brücke hier. Oh, schön die Seichen da. Da daneben die Schüss. So schön wieder. Jetzt habe ich eine große Weite wieder von mir. Und leider auf der anderen Seite gerade die Straße. Ein bisschen lärmig. Aber jetzt. Da fließt die Schüssel ganz sanft. Und hier diese Seite der Jura. Da ist die Schüss recht tief. Und da vorne schon wieder das nächste Dorf. So schön, wie das so dahin fließt. Jetzt gehe ich dann schon bald wieder weg. Ein schöner Brunnen. Da hat es ein altes Restaurant. So, jetzt gehen wir wieder Richtung Süsch. Und nehmen von hier jetzt einen Moment dann Abschied. Da oben ist noch eine Stromschnelle. Und da fließt es wieder ganz ruhig weiter. Jetzt bin ich an der Bahn an. Immer schön, wenn ein Zug käme. Ich sehe jetzt auch schon, glaube ich, in das Dorf, wo ich dann mein Ziel habe. Ich habe jetzt ein bisschen einen anderen Weg, als ich es geplant habe. Aber es ist hier unten durch ganz schön. Da geht es jetzt wieder über die Schüss. Und da kommt noch ein anderer Bach.
einen Blick zurück. Alles nur gerade, wie in Holland. Eigentlich habe ich geplant, hier oben irgendwo an dieser Seite entlang zu wandern. Aber jetzt bin ich auf diesen Weg aufmerksam geworden, weil der Wegweiser zeigt hier durch für den Wanderweg und nicht mehr oben um. Jetzt habe ich weniger Steigung zu machen. Auch auf dieser Seite ist es noch interessant. Leicht ansteigend. Keine Häuser, nichts. Da drüben hat es sehr viel Raureif. Eine ganz schöne Stelle auch. Das gefällt mir sowas. Und dieser Weg will kein Ende nehmen. Jetzt habe ich endlich diese lange Strecke fertig zurückgelegt. Jetzt geht es hier nochmal auf die andere Seite. Das ist ein großes Dorf. Das ist mein Ziel. Jetzt kommt gerade der Zug Richtung Biel. Und da warte ich dann halt auch noch ein wenig. So, da fließen ein Kanal und die Schüsse wieder zusammen. Und ich komme auch langsam an mein Ziel. Eine ganz schöne Wanderung. Ein bisschen lang, aber für mich war das gut so. Noch ein Gletscher. Da auch nochmal. Und jetzt erreiche ich dann schon meinen Bahnhof schon bald.
zum letzten Mal bin ich heute jetzt an der Schüss. Ich werde jetzt diesen Fluss verlassen, da ich die ganze Strecke jetzt gemacht habe. Heute waren es etwas über 26 Kilometer, die ich zurückgelegt habe. War eine schöne Wanderung. Da noch ein Blick zu dieser schönen Brücke. Jetzt ist mir gerade der Zug abgefahren. Aber jetzt, da nehme ich halt an den nächsten. Und da hinten scheint noch die Sonne so schön rein. Da hier bin ich schon mal runtergegangen. Und da vorne ist jetzt der Bahnhof. Mein Ziel ist,